that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Betriebstagebuch der Schwimmbad-Nerds, David und Alex. Alex, herzlich willkommen. Ja, auch wieder von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Wahnsinn, der uns das Betriebstagebuch nennt. Und wir genießen im Endeffekt, ja, uns mal darüber zu unterhalten und euch einfach mal teilhaben zu lassen, mal wieder an dem, was bei uns alles so durchs Hirn rattert und zu dem, was wir in der Schwimmbadwelt denn so für Meinungen haben. So, David, wie war deine letzte Woche oder deine letzten zwei Wochen? Erzähl mal. Heilands Blechle. Also, gefühlt war ich nur am Telefon. Positiv. Ja, also die Rückmeldungen, die waren gigantisch. Es zeigt, dass wir ein riesengroßes, wie soll ich sagen, Feedback erhalten haben, aber auch einen riesengroßen Zusammenhalt in unserer Branche haben. Das war mir gar nicht so bewusst. Wie ging's dir, Alex? Eigentlich genauso. Ich fand es hochinteressant, was ich an Rückmeldungen bekommen habe. Man merkt, dass der Blaudruck und mit dem, was mir erzählt haben und dem, was mir einfach, glaube ich, aufgemacht haben, ja, was da einfach bei vielen, wie es vielen unter den Nägeln brennt und auch beschäftigt, einfach doch für ihren Fachangestellten, für Bällebetrieb, für die Schwimmbadbranche einzustehen. Und wir haben, glaube ich, da wirklich einen Zahn der Zeit auch jetzt wirklich getroffen, ja, einfach aufzustehen und einfach die Dinge zu tun, die einfach wichtig sind. Und es bedarf immer an Pionieren, die Dinge aufreißen und anschubsen und vielleicht auch mal den, ich sag's mal knallhart, den Mund zu weit aufreißen, aber das ist, finde ich, gar nicht so schlimm. Wir sind so wie ein guter Karpfen, der hat hinten auch mittlerweile Moos drauf, denn das Moos haben wir auch und das bettet sich manchmal ganz weich, aber auf der anderen Seite das Abschuppeln hin und wieder mal tut ganz gut. Also, Rückmeldungen waren der Wahnsinn, vielen Dank an euch alle da draußen für diesen Wahnsinns, für die irre Anteilnahme, 2, 3, 5, 6 Daumen hoch, absolut Hammer, dahingehend, wir genießen das auch in vollsten Zügen, ja, da wirklich auch Anklang zu finden, mit euch zu diskutieren, mit euch zu reden, mit euch auch in dieser Branche wirklich jetzt voranzuschreiten. Und ja, damit heute jetzt die Einleitung dafür über das neue, schöne, tolle Thema, was wir heute aufreißen. Vielleicht noch als kleines Resümee, wir haben uns ja bereits schon auf den Weg gemacht, ein Betriebshandbuch für die Aufsichtspflicht zu erstellen. Genau, also da sind wir mit drauf und dran, da ein Stück weit mit einzugehen, das eben nicht einfach nur ruhen zu lassen, sondern da wirklich auch tätig zu werden, um da auch einzugehen, dass da gewisse Informationen auch weiterkommen. Unser heutiges Thema ist Neuordnung. Autsch. Neuordnung. Autsch. Neuordnung. Aua. Und wir haben nicht nur für euch den Neuordnungsprozess, wie er denn eigentlich stattfindet, sondern wir haben auch wieder die Fallstricke, die Bremsklötze und die Probleme, die aktuellen Probleme, wie sie denn wirklich sind. Und als großes Highlight am Ende der Podcast-Folge unsere Version, unsere Berufsversion der Zukunft, wie sie aus unserer Sicht erfolgreich sein wird in der Zukunft. Genau. Richtig. Das einfach mal lapidar, einfach als Vorschuss mal rauszuhauen. Wo wir einfach glauben oder daran glauben, dass gewisse Dinge genauso auch funktionieren können. Ja, wer sich die Frage stellt, naja gut, Neuordnung, das ist halt mal, da setzt man sich mal zusammen und spricht mal drüber, der hat sich getäuscht. Der hat sich tatsächlich getäuscht und auch ich muss sagen, das war viel Recherchearbeit, aber
Ich habe alles auseinander glabustert und zusammengefügt und mit dir zusammen in einen Ablaufplan zusammen gebastelt, sodass ihr diesen Content jetzt von uns bekommt. Yeah. Yeah. Sollen wir beginnen, Alex? Ja, wir beginnen auf jeden Fall. Neuordnung heißt für uns einfach in der Hinsicht, was bedeutet Neuordnung in dem Bereich der Schwimmbadbranche? Es geht natürlich um die Ausbildung. Es geht darum, wie gestalten wir im Endeffekt dieses Berufsbild Fachangestellte für Bäderbetriebe? David hat es mal ganz cool formuliert in einem Gespräch, den ich mit ihm hatte, dass er gemeint hat, wie was für ein Wahnsinn, Schwimmmeistergehilfe das Ding zu nennen. Also ich finde das, noch einen schlimmeren Namen, glaube ich, gibt es einfach nicht. Ich denke mir, als Fachangestellter für Bäderbetriebe, das ist ja schon mal, das ist schon mal ein Schritt mehr des positiven Wahnsinns, was ich echt gut finde. Aber Schwimmmeistergehilfe finde ich echt krass. Das ist keine Berufsbezeichnung, das ist eine Strafe. Das ja, finde ich echt, also ich finde es ziemlich krank in der Hinsicht. Ja, dann leg doch mal los. Neuordnung, was bedeutet das? Mit was fangen wir bei einer Neuordnung überhaupt an, dass es irgendwann mal zum Schluss zu einem Entschluss kommt? Ja, genau. Oder wie kommt eigentlich eine Neuordnung oder eine Modernisierung des Berufsbildes zustande? Und es beginnt immer am Anfang mit der Initiative der Fachleute aus der Branche, die, jetzt pass auf, durch ihre berufliche Praxis erkennen, dass erforderliche Kompetenzen auf der einen Seite in der Ausbildungsordnung ja gar nicht enthalten sind oder eben, dass man Kompetenzen braucht, für die es oder anwendet in der Praxis, für die es gar keine Ausbildungsordnung gibt. Eben mit dem Ziel, dann auch qualifizierte Ausbildungsinhalte zu schaffen. Ja. Und die erste Frage, die sich mir stellt, wer sind denn Fachleute aus der Branche? Was würdest du sagen? Richtig, das sind wir beide, das seid ihr Zuhörer da draußen, denn ganz bewusst heißt es aus der beruflichen Praxis. Das ist ein entscheidendes Kriterium. Ja, wenn die Leute, die, ich sage immer an der Front, ja, arbeiten, die wissen natürlich, wo die Probleme sind. Und ich habe vor einem Jahr mit dem Video Der Fab stirbt aus meine Initiative als Fachexperte verfilmt. Ja, wir haben das beide konzeptioniert, Alex. Ich glaube, das sollte man sich nochmal anhören, weil da steckt unheimlich viel drin. Es ist teilweise falsch verstanden worden, weil die meisten, die lesen immer nur den Titel und schauen sich's nicht an. Aber wir haben ja ganz viele Dinge erwähnt, die tatsächlich Probleme sind. Ja, definitiv. Und das war einer der größten Punkte schon, warum wir uns immer wieder auch da getroffen haben in der Hinsicht, was passiert überhaupt mit dem Berufsbild? Also, wo führt das hin? Also wir zwei können definitiv davon sprechen, dass wir 20 Jahre geballte Lehrpower hier sitzen haben. Also Leute, wir haben wirklich viele auszubildende Fachangestellte durch unsere Hände gehen und sehen und laufen lassen dürfen. Ja, mit Kollegen natürlich. Schöne Grüße an alle da draußen. Die genau das auch irgendwo immer wieder mitgehört haben, dass genau das Problem immer wieder entsteht, das, was gelernt wird, wird zu 70%, 80%, 90% nicht verwendet. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Beruf zu lernen und dort rauszugehen und eigentlich danach sich das Gefühl zu haben, eigentlich weiß ich nichts, sondern fange jetzt erstmal nochmal richtig an zu lernen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir beide uns auch entschieden haben, hey, an was liegt es, oder darüber gesprochen haben, an was liegt es denn überhaupt? Und sind ganz schnell darauf gekommen, dass wir sagen, hey, dieses Berufsbild Fachangestellter für Bäderbetriebe ist zu alt. Also allein, wenn man so mal anguckt, die letzte Neuordnung, die so in Kraft getreten ist, war 1998.
Alter Verwalter, 1998. Also ich habe immer ein Beispiel, also ihr wisst ja mittlerweile, wir leben immer gerne mit Beispielen, ja, also mit unterschiedlichsten Formen, um diese Einfachheit da vielleicht auch ein bisschen herzustellen. Und ich habe ein Beispiel, was das bedeutet, wenn ein Fachangestellter für Bäderbetriebe heute, Stand heute, in die Klasse sich reinsetzt und das Lehrwesen von 1998 bekommt. Ja? Stellt euch vor, ihr habt einen ITler. IT-Student, erstes Semester, ja, und dann steht der Prof vorne und sagt, Leute, meine lieben Damen und Herren, ja, das hier ist Windows 98, Sie werden jetzt erstmal damit sich auseinandersetzen, ja, das war das erste Windows, was es so gab, ja, also ohne Schmarrn, 98, ja, das heißt, also, dass, wenn man so mal die Entwicklung anschaut, wie sinnfrei das eigentlich ist, ja, wenn man jetzt heute mal reinguckt, wie weit denn auch die Technik wirklich vorangeschritten ist, ja, ich habe damals auch noch gelernt, mit handmäßigen Filter zu spülen und bin Gott dankbar drüber, weil man einfach die Wege versteht, das ist völlig okay, ja, aber es kann nicht nur dabei bleiben, nur das zu lernen, sondern es muss mehr kommen. Es muss auch kommen, wie funktioniert SPS? Wie funktioniert im Endeffekt auch eine Pneumatikanlage? Was ist denn daran alles elementar? Also, das sind alles so Punkte, wo wir immer wieder dran stehen und genau das sagen so und sagen, hey, der Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe braucht eine Neuordnung. Der braucht einen kompletten Fresh-Up, ja, dass eben genau neue Elemente reinkommen. Oder was denkst du? Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, was denn 98 in war. Ich glaube, da gab es Schlaghosen und Buffalos. Oh, das ist so cool. Um Gottes Willen, ey. Scheiße. Stell dir mal einen Menschen vor, der heute mit Schlaghosen und Buffalos, man sagt ja, jeder Trend kommt wieder. Ja. Der Vergleich jetzt zur Berufsausbildung, glaube ich nicht, dass dieser Trend von 1998, der ja durchaus sinnvoll war in der Entwicklung dieses Berufsbildes, definitiv, dass der wiederkommt, ja? Ja. Überhaupt nicht. Vielleicht durch die Evolution, wenn uns Schwimmhäute wachsen oder sowas. aber zurück zum Neuordnungsprozess, denn der ist in drei Phasen im Grunde aufgebaut und der kann sich schon mal hinziehen. Lass uns mal starten mit dem sogenannten Vorverfahren, mit dem eigentlichen Start des Ganzen. Und es ist hochinteressant, denn im ersten Schritt treffen sich mal die Sozialpartner, ja, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, zu einer sogenannten Eckwerteberatung. Ja, Eckwerte in der Berufsausbildungsverordnung sind zum Beispiel die Berufsbezeichnung, die Ausbildungsdauer, Struktur der Ausbildung, Bildung von Berufsgruppen, Beschulung. Ja, das sind so die Paragraphen, die Hauptparagraphen. Und ein wichtiger Eckwert, das ist wahrscheinlich der wichtigste und größte, ist das Berufsprofil, also dieser sogenannte Qualifikationskatalog, der jetzt die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten widerspiegelt, die man benötigt, um diesen Beruf ausüben zu können. Ja, daran rüttelt ja der Blaudruck, ne? Massiv. Nur als mit kleiner Einwand. Was mir bei diesem Vorverfahren als ersten großen Bremsklotz beziehungsweise auch Fallstrick auffällt, ist die Tatsache, dass von den Sozialpartnern die Eigeninteressen vorangestellt werden. Also ich denke, daran kann das scheitern und es gab tatsächlich vor 10 Jahren schon mal dieses sogenannte Vorverfahren und es tatsächlich daran gescheitert, dass man es nicht geschafft hat, einen Nenner zu finden. Ja, und ich glaube, genau das ist die Krux des Ganzen. Also erstmal nochmal an alle Verbände da draußen, an alle Sozialpartner, die vor allem für diese Gestaltung dafür zuständig sind. Vielen Dank erstmal für eure Arbeit, ja, dass sie auch getan wird, weil
Die letzte Neuordnung, die so gefasst wurde, ist ja vor 30 Jahren angestoßen. Sie ist ja nicht vor 21, 22 Jahren, wo sie in Kraft getreten ist, angestoßen, sondern vor längerer Zeit, weil, ich weiß, David, hast du es schon gesagt? Wahrscheinlich noch nicht, aber so eine Neuordnungsfassung dauert ja keine 2 Monate. Also man hockt sich nicht einfach mal zusammen und sagt so, oh, komm, wir schreiben mal und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sondern das ist ja ein Riesenprozess. Das ist auch das, was wir heute jetzt nochmal mit euch jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, dass ihr auch versteht, dass da auch wirklich Arbeit dahinter steckt, dass eben auch viele Entscheidungsprozesse dazwischen stattfindet, auch viele Zulassungsprozesse dazwischen stattfinden muss. Aber nichtsdestotrotz ist es genau das in der Hinsicht, dass es getan werden muss. Und wenn man es halt nicht tut, dann ist genau das Problem, wie es jetzt halt auch ist, ja, dass halt auch nichts passiert. Und wenn dann eben genau dann eben der Kampf in den Sozialpartnern eben als wirtschaftliches Interesse gesetzt wird oder dann sogar irgendwelche Interessen aufeinanderfallen, um sich da zu profilieren. Ja, ab dem Zeitpunkt kann das nur sterben, weil spätestens, wenn es dann vor dem Bund steht, dann sagt er, ey, ganz ehrlich, werdet ihr euch erstmal einig und dann sehen wir mal weiter. Und dann ist genau dieser Prozess, der dann eben scheitert. Und das sind so Sachen, wo ich einfach an euch da draußen wirklich sage, liebe Sozialpartner, es geht nicht darum, sein eigenes Pferd ins Rennen zu schicken, immer wieder, um dann zu wissen, wer als erstes ankommt, sondern es geht darum zu schauen, wie man diesen Karren gemeinsam spannen kann, ja, und da muss jeder gleichzeitig ziehen, weil wenn da unterschiedlich gezogen wird, dann geht dieser Karren in den Dreck. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, hey, wir brauchen nicht nur Rennpferde, sondern wir brauchen wirklich viele Ackergäule in dem Moment, ja, die stetig diese Mühlen bewegen, damit wir irgendwann mal in den Prozess kommen, dass man sondieren kann und dass man vor allen Dingen eine Entscheidung hat, dass man Formblatt schafft, auf dem man auf sukzessive mit dem Bund zusammen auch eine Neuordnung schaffen kann. Und du hast die Länder vergessen, Entschuldigung, was an alle der Stelle. Länder. Aber interessante Information, die aktuell geltende Ausbildungsverordnung war damals das aufwendigste Verfahren von allen Berufsausbildungen, die wir in Deutschland haben. Die längste und aufwendigste überhaupt. Da mal einen Bericht drüber gelesen in der Recherche und ich glaube, der hat 3, 4 Jahre gedauert. Dieser ganze Prozess. Und wir sind noch im Vorverfahren, denn Ziel des Vorverfahrens sollte es tatsächlich sein, diese Eckwerteberatung in einen sogenannten gemeinsamen Eckwertevorschlag zu formulieren, damit man dann mit den Sozialpartnern einen Antrag auf Neuordnung oder vielleicht Modernisierung stellen kann. Und zwar beim zuständigen Fachministerium. Das ist bei uns das BMI, ja, Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Heimat. Genau. Wahnsinnsname. Ja. Hammer. Ja, allein das kann wahrscheinlich schon ein Jahr in Anspruch nehmen, könnte ich mir gut vorstellen. Und deswegen auch ja die Aussage von mir, die Eigeninteressen, die Wirtschaftsinteressen der einzelnen Partner zurückstecken, damit wir gemeinsam auch ein Berufsbild der Zukunft haben. Ja. So, Alex, es geht natürlich weiter. Wer gedacht hat, das war's. Ja, das ist nicht so einfach. So, wir haben den Antrag jetzt beim BMI gestellt und es kommt zu einem sogenannten Antragsgespräch. Und hier sitzen jetzt nicht nur die Sozialpartner, sondern Bund und Länder als duale Partner mit dabei. Ja, und kommen im besten Fall zu dem Ergebnis, dass das Berufsbild modernisiert werden muss oder sich eventuell vielleicht sogar ein neues Berufsbild daraus entwickelt. Kann alles passieren, ja. Also, Bund und Länder stimmen sich dann jetzt in einem sogenannten Koordinierungsausschuss nochmal ab und leiten dann das Hauptverfahren ein auf Grundlage einer Weisung an das BIP, Bildungsinstitut für Berufsbildung.
die sind so quasi der begleitende Partner, ja, der dieses ganze Verfahren mit begleitet und im besten Fall bis zum Ende. Und du siehst, umso weiter du in diesem Prozess kommst, umso theoretischer und breiter wird's. Umso mehr politische, wirtschaftliche Interessen spielen da mit rein. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir in diesem gemeinsamen Eckwertevorschlag das Ganze so breit wie möglich aufstellen. Weil es ist wie im Bauamt, ja, so länger dieses Papier liegt, umso mehr rote Striche werden angesetzt und am Ende bleibt vielleicht gar nichts mehr übrig und wir haben im schlimmsten Fall eine nicht aktuelle Berufsausbildung, eine neue aktuelle, sondern irgendwie ein zusammengewürfeltes Ding, womit wir wieder nichts anfangen können. Oder was heißt wieder? Ja, ich denke, die alte Ausbildungsordnung zu der Zeit war ja phänomenal. Also hier großes Lob. Auf jeden Fall. Ja. Also genau, das ist immer der Punkt. Das ist, glaube ich, sagen wir auch immer wieder. Es geht uns nicht darum, auf alles drauf zu prügeln und zu sagen, dass es schlecht ist. Das ist es ja gar nicht. Sondern uns geht es ja wirklich darum, die Dinge voranzuschieben, Neuerungen zu schaffen und Neuerungen in der Hinsicht auch einfach, ja, vielleicht auch da irgendwo der Zündfunke zu sein, dass das auch funktioniert. Dahingehend ist es genau der Punkt, wie es jetzt auch ist. Die Basic, die Basis, die da irgendwo herrscht, die ja auch durch die Ausbildungsordnung, durch die Verordnungen, die da entstanden sind, die sind ja super, darum geht es ja gar nicht. Aber halt zur damaligen Zeit. Und wir kommen jetzt zur jetzigen Zeit, wo wir im Endeffekt das Ganze irgendwo adaptieren müssen. Wir müssen anfangen, genau diesen Fachangestellten für Bäderbetriebe ins neue Zeitalter zu führen. Und das geht nur, ja, wenn wir eine Neuordnung kriegen. Wenn wir jetzt anfangen zu gucken, hey, was sind denn jetzt Inhalte, die einfach rein müssen? Was sind Inhalte, die das ganze Berufsbild wieder so attraktiv gestalten, dass das Menschen auch wieder machen wollen? Dass Jugendliche und Kinder einfach sagen, hey, geil, das ist ein Job, mit dem kann man wirklich was auch, mit dem kann man alt werden, mit dem kann man Freude haben und Spaß haben. Und wenn man so die Entwicklung sieht, die jetzt so in der letzten, aus der letzten Zeit einfach entstanden ist, ist ja genau das, dass das eben nicht mehr passiert, sondern dass eben ganz viele Leute, die diesen Fachangestellten für Bäderbetriebe gelernt haben, ja, ich sag über die Hälfte, nach einem Jahr sind sie weg. Ja, und das finde ich einfach katastrophal und grausam. Und das sind eben genau die Punkte, wo wir eben schauen müssen, wie geht's denn da am geschicktesten voran, wie geht's da weiter, dass wir da eben auch die Schritte jetzt einleiten. Ja, ein weiterer Fallstrick, den ich da sehe oder erkenne, ist die Tatsache, dass das Ehrenamt in Deutschland, ja, Mitglieder in Verbänden, ist rückläufig und damit hast du eigentlich keine jungen, innovativen Fachkräfte mehr, die dann wirklich in so einem Prozess auch die richtigen Statements geben, die es auch braucht. Ja, also ich denke, so wie es vielleicht auch früher war, die Jungen müssen hier ran, oder was heißt die jungen Erfahrenen, ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn in so einem Gremium ein nur erfahrener Mensch sitzt, der vielleicht hier noch was verwirklichen möchte, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber ich denke, die Zeit verändert sich, ja, wenn ich jetzt allein schaue, was mein Sohn mit 9 Jahren schon technisch drauf hat, da bin ich auch schon wieder weg, ja, oder brauche Zeit, mich da reinzudenken. Und das ist unheimlich wichtig für diese Eckwerte, gerade im Berufsprofil. Gerade im Berufsprofil. Ich denke, du hast da genau das richtige Alter, Alex. Was, bin ich schon so alt oder was? Du bist jung geblieben, aber erfahren. Oh, ho, ho, ho.
Ja, ich denke mir, da setze ich uns beide rein in der Hinsicht, eben genau das zu machen. Und an alle Verbände, Landesverbände, sonst irgendwas, wir stehen gern zur Verfügung. Also wie gesagt, wir sind gern zur Diskussion bereit, wollen gern beraten, wenn Fragen da sind in dem Sinne. Also wie gesagt, wir kommen aus der Praxis und sind, glaube ich, jetzt auch an einem Punkt, wo wir beide einfach sagen, ja, wir haben mittlerweile für uns ein Standing gefunden, eben auch mit diesem Podcast und mit den Sachen, die wir tun, uns auch hinzustellen und eben auch zu sagen, hey Leute, komm, lasst uns das einfach anfangen, lasst uns das ein Stück weit durchführen und lasst uns da einfach Gas geben. Ja. Wie geht's denn weiter? Ja, das Hauptverfahren wird dann eingeleitet, das eigentliche Hauptverfahren, das sich auch nochmal 1 bis 2 Jahre hinziehen kann. Man sagt in der Regel 1 Jahr, aber wir sind ja eine besondere Berufsgruppe. Im Hauptverfahren ist es dann so, es wird auf der einen Seite quasi im Auftrag der Bundesregierung durch einen sogenannten Sachverständigenrat, ein Sachverständigenteam des Bundes, ein Entwurf der neuen Ausbildungsordnung mit dem darin enthaltenen Ausbildungsrahmenplan erstellt. Also einfach mal ein Entwurf. Auf der anderen Seite haben wir dann ein Sachverständigenteam der Länder, die parallel dazu auch im Austausch einen Entwurf des schulischen Rahmenlehrplans erstellen. Und warum im Austausch? Ne, das wäre ja Blödsinn, wenn du jetzt sagst, okay, beispielsweise wir machen jetzt Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und die Schulen können das gar nicht umsetzen, weil sie gar nicht die Räumlichkeiten und so weiter haben. Hm. Ne, also es muss dann schon in Zusammenarbeit laufen. Sind dann die Entwürfe, die beiden Entwürfe erstellt, gibt es dann im Anschluss wieder eine Sitzung der Sozialpartner, Bund und Länder, wo man sich jetzt dem Ergebnis nochmal gemeinsam annimmt und vielleicht noch offene Punkte klärt. Ja, es gibt bestimmt noch Fragen, die offen sind, Herausforderungen, die zu bewältigen sind und so weiter und so fort. Ja. Wenn das dann fertig ist, dann ist eigentlich das Hauptverfahren abgeschlossen und die neue Ausbildungsordnung und der Rahmenplan wird jetzt an den Hauptausschuss des BIP, das ist, wie war das jetzt, Parlament der Berufsbildung, zur Beschlussfassung übergeben. Okay. Ja. Und dafür ist dann wiederum eine Genehmigung des Koordinierungsausschusses Bund und Länder erforderlich. Und ja, das war im Grunde das Hauptverfahren. Also zuerst bastelt man den Rahmen, dann füllt man den mit Inhalten in sogenannten Entwürfen und am Ende sollte das Ziel sein, dass man damit dann in die dritte Phase soweit vorbereitet ist, dass alles in Ordnung ist. Kompliziert natürlich. Warum? Wir haben sehr viele Länder. Und du weißt ja, wie es ist, ja. Jedes Land hat seinen eigenen Plan, seine eigenen spezifischen Herausforderungen. Und dem muss natürlich auch Rechnung getragen werden. Irgendwo, ne? Aber das Thema kennen wir ja, ne? Gar nicht. Allein schon aus dem Kontakt mehrerer Bundesländer mit Berufsschullehrern. Schöne Grüße. Vielen Dank für diese Rückmeldungen. Vielen Dank für euren Input. Ganz, ganz klasse Sache. Aber schließen wir das Ding ab mit der Erlassphase, denn jetzt kommt eigentlich der Part, den man allein aus Sozialkunde vielleicht schon kennen könnte. Zunächst mal wird jetzt eine sogenannte Rechtsförmlichkeitsprüfung unternommen. Das macht das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Richtig. Gibt es dann hier Unstimmigkeiten oder offene Fragen? Dann wird wiederum der Schwenk zum BIP,
zum Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem BMI, also unser zuständiges Ministerium, zur Klärung eingeleitet. Ja, da kann sich auch wieder ein bisschen hinziehen. Und wenn dann alle Fragen geklärt sind, dann kommt es zur sogenannten Gesetzesbütte. Das sagt dir noch was? Die wird dann quasi vorbereitet durch den Bundesinnenminister. Nee, Moment mal, wir haben die Bundesinnenministerin unterschrieben. Ja, und mit der Veröffentlichung im Gesetzesblatt tritt das Ding dann im Folgejahr August in Kraft. Also zum Start der neuen Ausbildung. Also, für den schulischen Rahmenlehrplan braucht es dann auch noch einen Beschluss, der gefasst werden muss durch KMK, also Kultusministerkonferenz. Und dann ist das Ding so gut wie scharf. Also machbar in so 2 Wochen. Ja, also wenn wir jetzt da mal davon ausgehen, beim ersten Mal hat es 4 Jahre gedauert und war der aufwendigste Prozess überhaupt. Ja, man muss dazu sagen, das war ja die erste Verordnung. Die ist wahrscheinlich noch immer am schwierigsten. Ja. Da fällt mir gerade die Geschichte des Bademeisters ein. Kennst du die? Die Geschichte des Bademeistermeisters? Ja, 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 ja. Es hat ja damals damit begonnen, dass in den Freibädern sogenannte Handwerker vom Bauhof oder so, die hat man da halt hingestellt, die sollten aufpassen. Es gab da eine Story, die hat mir mein alter Chef, schöne Grüße an dich, erzählt. An seinem letzten Tag im Bad vor seiner Rente kam ein Redaktionsteam und wollte das Ganze so begleiten, um eine Story zu haben. Ja, Schwimmbäder sind ja immer so gefundenes Fressen für das Sommerloch. Und an dem Tag ist, wie es so sein muss, nach 40 Jahren Dienst am Beckenrand nie was passiert, ist jemand fast ertrunken. Und dann hat man festgestellt, der Typ kann gar nicht schwimmen. Und somit kam es zum Bademeister 2.0. Denn dann hat man gesagt, ey, die müssen ja schwimmen können, wenn sie retten müssen. Und so ist quasi in Kurzfassung die Ausbildungsordnung entstanden. Und wenn wir jetzt mal denken an den Unterricht, den wir liefern, an den Inhalten, die wir unsere Teilnehmer mitgeben, machen wir eigentlich schon das, was die Lehrer wahrscheinlich auch machen, den Leuten mitgeben, was heutzutage wichtig ist, um bestehen zu können. Also in der Praxis haben wir schon den Bademeister 3.0. Er muss vielleicht bloß noch in so einer Verordnung endlich festgelegt werden. Die werden mich jetzt steinigen für diese Story. Ich wollte gar nicht. Ich finde sie wichtig in der Hinsicht, weil es sind ja auch Erben und sind ja auch Zeitzeugen in der Hinsicht, die wie gewissermaßen auch die Entwicklung des Berufes ja auch vorangegangen ist. Und wieso die Erstentwicklung ja auch funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Und das finde ich ja echt spannend. Das ist es ja auch. Das ist ja wirklich spannend. Ja, nichtsdestotrotz ist es genau das, was uns ja in der Hinsicht ja auch jetzt vorantreibt, zu sagen, hey Leute, komm, legt mal los und schaut mal, dass es wirklich auch was wird in der Hinsicht, dass wir einfach eine Neuordnung jetzt schaffen und nicht Angst davor haben, dass dieser Prozess auf der einen Seite so lang dauert und auf der anderen Seite natürlich auch viel Arbeit ist, ganz sicher. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch eine Zukunft, die daran hängt. Es ist eine riesige Wirtschaft, die daran hängt. Es sind viele, viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die dran hängen, wo man einfach gucken muss, hey, wie schafft man Zukunft, ja? Und für mich ist es eigentlich immer der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich fände es furchtbar, wenn dieser Job, wenn der Fachangestellte für Bäderbetriebe, egal wie er jetzt in späteren Form heißt, ausstirbt, einfach, weil es, weil sich Wirtschaft verändert, weil sich Strukturen verändert
Aber was die Geschichte eben gezeigt hat, dass der jeweilige Bademeister schwimmen können sollte, zeigt eigentlich die Vergangenheit, dass dieser Bereich des Bäderwesens in Fachkräftehände gehört. Also wirklich in Hände, die ausgebildet sind, die verstehen, die Strukturen schaffen, die Zusammenhänge verstehen zwischen Technik, zwischen dem, was oben passiert an der Aufsicht und zwischen dem, was passiert in der Sauna, zu dem, was Wirtschaftlichkeit anbelangt. Und das sind so Punkte, wo ich einfach sage, das ist nicht einfach nur mit einem 2-, 3-, 4-Wochen-Kurs machbar, sondern da gehört einfach viel, 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 viel mehr dazu. Und deswegen sage ich ganz klar, hey Leute, lasst uns anfangen, genau das wieder anzusetzen und die Neuordnung wirklich anzufassen. Ja. Warum sind wir noch drauf gekommen? Für uns ist es eigentlich der Punkt, dadurch, dass wir natürlich selber Ausbilder auch sind in dem Sinne und vor allen Dingen halt einfach auch ja diesen Job auf der einen Seite lieben, auf der anderen Seite halt auch sehen, was das mit Auszubildenden macht, ja, wenn sie eben zurückkommen und dann eben sagen so, ja, was mache ich jetzt mit der Ausbildung? Ja, gelernt habe ich viel, wissen tue ich nichts. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was ich einfach sage. Was für Veränderung braucht es denn, damit das attraktiv wird? Damit der Job, damit einfach dieses Berufsbild wieder einen Aufschwung erlebt. Ja, und das sind Dinge, wo wir einfach sagen, ja, es hat sich einfach aus dem Zeitgeist verändert. Es hat sich verändert, ja, was im Großen und Ganzen dieses Berufsbild anbelangt, ja. Wenn man so schaut, was vor 20, 25 Jahren an Menschen bei uns im Bad waren, zu dem, was heute bei uns im Bad ist, ja, allein in diesen Strukturen hat sich schon massiv viel verändert. Da muss man gucken, wo sind denn jetzt mittlerweile Geschäftsinteressen? Wo wird denn Geld verdient? Ja, das ist wichtig, weil wir müssen irgendwie überleben, wir müssen irgendwie vorankommen. Bedeutet einfach, wir müssen in der Sauna speziell ausgebildet werden. Wir müssen in der nochmal speziell einfach auch nochmal das Kursgeschehen anschauen. Wir müssen eine Veränderung in der Technik unten machen. Es gibt im Endeffekt neue DIN-Vorschriften. Wir haben neue DIN-Auflagen, ja. Von Legionellen noch gar nicht gesprochen. Einfach auch Filtrationsvolumen. Wie schaffen wir neue Filtrationsebenen? Ja? Und das sind alles so Punkte, wo ich sage, wir brauchen eine neue Veränderung dieses Berufsbildes. Ja? Kleines Beispiel in der Hinsicht ist ja der Punkt, dass meine Sauna ist ja überhaupt nicht in der Hinsicht mit inbegriffen. Also ist in der Ausbildung nicht vorgesehen, was ich einen absoluten Wahnsinn finde. Und ja, an alle anderen da draußen, die nur ein Freibad haben oder überhaupt keine Sauna haben, das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz gehört es zu dem Berufsbild einfach mit dazu, weil wenn man so mal anschaut, wie viele Saunen mittlerweile entstanden sind, auch in kleineren Bädern, ja, und was sich da alles entwickelt hat in der Hinsicht. Ich bin jetzt seit 12 Jahren im Plansch. Ja, und habe in den 12 Jahren relativ viel miterleben dürfen schon. Einfach auch Erneuerungen, was da passiert ist. Und das ist schon cool. Also wir haben angefangen im Endeffekt mit ganz normal Aufgüssen, so wie es jeder kennt, dass man so ein bisschen durcharbeitet. Dann haben wir es verändert in der Hinsicht, dass man einfach Eventstruktur reingebracht hat. Anekdote dazu, mit was wir alles schon Aufgüsse gemacht haben bei Saunanächten. Ja, um Gottes Willen. Vom Borat-Anzug angefangen bis zum Vampirkostüm. Genau, also völliger Wahnsinn. Gruß an Thorsten. Ja, das war ziemlich verrückt. Wir haben Schwanensee in der Sauna aufgeführt. Und wenn man so mal anguckt in die weite Welt, was denn alles gemacht wird, das ist ja völliger Irrsinn. Aber es ist cool, es ist schön. Und es kommt an und das wollen die Saunagäste irgendwo auch. Dann hat sich es mit den Saunaölen verändert. Es hat sich in der Gesamtstruktur auch des Gästedaseins verändert. Ja? Und das sind alles so Punkte. Wir müssen schauen, dass wir diese Aspekte natürlich irgendwo jetzt neu in die Ausbildungsstruktur mit reinbringen. Jetzt ist er geschockt. Schau dir dieses Gesicht an. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er sagen soll. Du, ich habe gerade ein Bild vor Augen und zwar Alex im Borat-Anzug. Und es ist wie ein bildlicher Ohrwurm. Du hast mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Alex, wenn du dieses Sauna-Event wieder machst, ich komme mit meiner Kamera vorbei. Ja.
Okay. Ja, okay. Also, das ist ja eine Drohung, mit der muss ich umgehen lernen. Ja, okay, dann machen wir. Gut, dass das festgehalten ist jetzt endlich nach ein paar Ja, Jahren. genau. Pass mal auf. Aber bevor wir jetzt hier so ja, drumherum reden, ich für mich habe wirklich vier Kernargumente, die ich als Herausforderungen sehe, die ich als aktuelle Probleme sehe und die wir auch ansprechen müssen. Ganz klar. Ein absolutes Kernproblem. Da kommen wir wieder auf den Fachkräftemangel. Ja, wenn ich mir jetzt aus den letzten Jahren ansehe, wie viele Azubis wir bekommen haben, wie viele da kommen, dann Ja. frage ich mich, wo sind die dann alle nach der Ausbildung? Und die Realität ist tatsächlich so, dass 30 bis 50%, wenn sie überhaupt bis zur Prüfung dann das Ganze durchhalten, dass die nach der Prüfung in andere Berufsbereiche oder Berufe abwandern. Und das finde ich erschreckend. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das ist der Beweis dafür, dass wir in 3,5 Jahren wenig Innovation haben. Ich möchte jetzt hier gar nicht auf die schulische oder auf die betriebliche Ausbildung ins Detail eingehen, aber ich denke, die schulische Ausbildung in dem Fall, dass sie die machen einen guten Job, müssen wir gar nicht sprechen. Aber die Innovation mit den Themen, die jetzt wichtig sind, die sind ja nicht enthalten, die kann ich ja gar nicht lernen nach dem Lehrplan. Viele machen das, ja, weiß ich, und ich finde es unheimlich geil. Aber die müssen ja ihren Stoff auch irgendwo durchbringen. Und auf der anderen Seite natürlich die Betriebe, die unglaublich altmodisch sind und eigentlich das, was man lernt, gar nicht umsetzen. Ja, alte Strukturen und so weiter, Generationswandel, du kennst das Problem. Und da sehe ich mal die erste Stellschraube und das erste große Argument zu sagen, wir müssen jetzt neu ordnen und zwar gestern. Gibst du mir da recht? Im Fall. Also es ist genau der Punkt, wo genau diese Aspekte eben jetzt kommen müssen, dass Spezifikationen aufgezeigt werden, weil darüber wird eh schon immer diskutiert. Ja, und das muss neu kommen, ganz sicher, ganz, ganz sicher. Und da muss einfach auch mehr Professionalität rein, da muss mehr Spezifikationen vor allen Dingen auch aus den Teilbereichen mit rein. Ja, da brauchen im Endeffekt auch die jeweiligen Ausbilder aus Lehrkräfte jeglicher Art und Weise, brauchen unbedingt auch Material an die Hand und auch Fahrplan. Ich denke mal einfach auf Fahrplan, um zu wissen, wie man da am geschicktesten rankommt. Ja. Zum Thema Ausbilder möchte ich auch noch was sagen, dass das mir schon lange irgendwie auf der Seele liegt. Denn du brauchst ja deine Ausbildereignungsprüfung, Ja. ne? Und für meine Begriffe ist das ein Ehrenamt, das nicht bezahlt wird, aber ein Schlüsselamt ist im Grunde. Aber wir teilweise allein von der Ausbildung, also die Ausbildereignungsprüfung, da ist jeder Fußballtrainer-Lehrgang intensiver, muss man so sagen. Also wirklich, muss man so sagen. Und für mich gehört es alle 3 bis 5 Jahre nachgeprüft. Wir haben teilweise Ausbilder da draußen, ja, gut Nacht. Und Ja. wirklich, das sind Ausbilder, die alte Schule, aber so brutal alt, da kann kein Azubi was werden. Und da muss man vielleicht auch mal die zuständigen Stellen der Länder irgendwo in die Pflicht nehmen, das auch stärker zu kontrollieren. Weil das, was mir da teilweise zu Ohren kommt, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also was da teilweise vorkommt, ne? Nimm dir mal jetzt mal ein einfaches Beispiel, ohne das jetzt groß zu thematisieren. Wenn ein Azubi in der Prüfung beispielsweise beim Tauchen den Arsch nicht unter Wasser kriegt, dann sehe ich die Schuld nicht beim Azubi,
sondern in erster Linie beim Ausbilder. Und ja, da muss sie genau aktiv werden, da muss sie brutal aktiv werden. Ja. Ja, kann ich gutes Beispiel nennen in der Hinsicht. Also, weil ich sage ja immer wieder, dass die Hauptproblematik, es gibt Ausbilder, da bin ich voll bei dir, da fasst man sich nicht nur im Kopf, sondern da überlegt man sich ganz ernsthaft, was tut ihr da eigentlich, ja? Und auf der anderen Seite ist es aber auch der Punkt, wo ich dazwischen stehe und mir denke so, der größte, und das erzähle ich beim ADA-Kurs immer wieder, der größte Feind für uns ist grundsätzlich die Zeit. Ja, Ausbildung braucht Zeit. Ausbildung braucht Zeit und die muss man sich nehmen. Ja, das ist nicht was einfach nur so passiert, sondern die muss man sich einfach nehmen. Und das ist so elementar wichtig, dass man einem auch genau an dem Punkt irgendwo dran steht, dass man Ausbildung ernst nehmen muss. Und es gibt leider immer wieder Ausbilder, die halt genau diese Auszubildenden eher dazu vergewaltigen als billige Lohnkräfte, ja, was sie in dem Moment eigentlich sind. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Verpflichtung, mit diesen Auszubildenden ein Stück weit einfach einen Weg zu gehen und ein Ziel zu erreichen. Ja? Und wenn mir einer erzählt, dass es im Endeffekt nicht funktioniert, also ich habe genug Auszubildende gehabt, ja, und ich habe eine Kollegin gehabt, die hat keine 50 Meter kraulen können, ja, und ist danach im Endeffekt mit 1,17 in der Prüfung 100 Meter geschwommen. Und das ist der Punkt, das hat mit Training zu tun, das hat damit was zu tun, dran zu bleiben, das hat damit was zu tun, der Verantwortung beiderseitig bewusst zu werden, dass der Auszubildende sagt, ja, ich muss da ran, und der Ausbilder sagt, ja, da muss jemand was tun. Und ab dem Zeitpunkt passiert was. Ab dem Zeitpunkt kommen Erfolge, und genauso wie es im Schwimmen ist, wie Muskel trainiert werden muss der Kopf und der Brain trainiert werden, in den Dingen, die halt ein Stück weit gelehrt werden müssen. Und das sind Punkte und Symbiosen, die einfach miteinander, ja, ineinander laufen müssen. Und da bin ich voll bei dir, ja, dass genau das in der Hinsicht einfach auch passiert. Ja, so kann man es sagen. Aber zurück zur Ausbildungsordnung. Zu den Herausforderungen. Denn für mich ist der Bereich folgender. Wir, in unserer breiten Ausbildung lernen wir überall die Basics. Also wir kratzen an jedem Themenfeld irgendwie an der Oberfläche. Ja, da können wir ein Lied drüber singen, ja. Aber die Themenfelder werden immer breiter, die werden immer größer, die werden immer spezifischer. Und wir halten uns teilweise in der Ausbildung heute mit Themen auf, die für die Praxis scheißegal sind. Ja. Oder was heißt scheißegal, sondern die einfach in der Praxis überhaupt keine Relevanz haben. Nullinger. Mhm. Beziehungsweise auch mit Themen, die man vielleicht auch nicht in der Fülle dann quasi im Lehrplan stehen hat. Ja, und ausfüllen muss. Also ich glaube einfach, die Reduktion von gewissen Themen und Schwerpunktverlagerungen in den jeweiligen Feldern ist elementar, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist genau die Ebenen, die wir immer wieder haben, ja, dass eben genau der Punkt ist, die Basics sind ja völlig in Ordnung, das sind gut und das sind Strukturen, mit denen kann man definitiv arbeiten, aber die Schwerpunkte haben sich einfach verteilt. Auch herzugehen und zu gucken, hey, was für Schwerpunkte brauchen wir denn wieder, um ein Stück weit einfach da auch attraktiv zu werden und Dinge so wieder zu gestalten, dass sie halt auch Frucht bringen und auch nach der Ausbildung einen Auszubildenden so viel Know-how mitgibt, dass er einfach einen Wert hat. Ja, dass es sich für sich auch als Wert anfühlt. Mhm. Ich gebe dir da zum Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Azubi, der in allen schriftlichen Fächern die totale Übergranate ist, ja, 100 Punkte, und fällt dann durch die gesamte Prüfung wegen vielleicht einem Hundertstel bei den 50 Meter Abschleppen. Genau. Das darf nicht sein. Das ist das Nonplusultra, wo ich sage, das geht ja gar nicht. Da verliert man im Endeffekt eine hochgradige Fachkraft, ja, wegen der schwimmerischen Leistung, wo ich mir sage, die ist nicht elementar. Richtig. Ganz klar. Nicht falsch verstehen, denn
Jeder von uns Fachkräfte und Azubis da draußen ist in der Lage, wenn du ihn um 3 Uhr in der Nacht wächst, dass er eine erfolgreiche, hochprofessionelle Wasserrettung durchführen kann. Definitiv. Sollte er. Ja. Ja, also es gibt auch ein paar Blinde, die gibt es aber überall. Aber das ist so, das muss ich beherrschen. Jederzeit. Ja. Was mir in den letzten 10 Jahren gerade in der überbetrieblichen oder in der Ausbildung bei jungen Menschen aufgefallen ist, sind 3 Zielgruppen, die eigentlich sich für dieses Berufsbild entscheiden, mit gewissen Kompetenzen. Das ist einmal der sogenannte technisch begabte junge Mensch. Wir haben den theoretisch veranlagten jungen Mensch und wir haben irgendwo auch den sportlich begeisterten jungen Mensch. Also das sind so die 3, wo man sagen kann, in der Klasse kannst du einteilen. Ja, wenn du jetzt die Klasse vor dir hast und könntest du 3 Gruppen machen und du wärst nie falsch. Und ich finde, genau weil das unsere Zielgruppe beim Recruiting dann auch ist, ja, aus den letzten 10 Jahren Erfahrung, sollten wir genau diese Kompetenzen, ja, und diese Stärken durch die Ausbildung in Innovation aufnehmen, weiterführen, so dass genau diese 3 Themen, was eigentlich elementare Themen heutzutage in jedem modernen Badebetrieb sind, oder? Ja. Ja. Kann man so sagen. Ja. Und ich bin noch 100% bei dir. Ja, und genau aus diesen 4 Punkten, die wir jetzt gerade erwähnt haben, haben wir uns ein Berufsausbildungskonzept überlegt, das wirklich innovativ unser Berufsbild so anhebt, dass wir in der Zukunft, was da noch alles kommt, und die Zukunft der Schwimmbäder ist brutal, wenn man da allein mal drüber nachdenkt. Ja. Wo wir alle abholen und sogar das Angebot der Zukunft abdecken. Und zwar jetzt mit einer Änderung der Ausbildungsordnung. Wir haben dieses Prinzip sogar benannt, Alex. Die Raute! Ja, das Raute-Prinzip. Das Raute-Prinzip, ja. Und ich stehe da nach wie vor dahinter, weil ich es in meiner damaligen beruflichen Praxis im Bad auch so hatte. Und wir, also genial, das war total geil, in die Arbeit zu gehen. Das hat jedem Spaß gemacht, weil auch jeder nach seinen Stärken und Fähigkeiten abgeholt wurde. Ja, ich glaube, der Fokus liegt immer drauf, was muss der zukünftige FAB können? Ja. Aber der eigentliche Faktor ist doch der, welche Zielgruppe bekommen wir und welche Stärken können wir weiterentwickeln, um dieses Berufsbild zu erschaffen? Ja. Sollen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiter auf die Folter spannen oder legen wir direkt los? Wir legen, glaube ich, direkt los. Okay. Ja, der Zeitfaktor. Voll drauf! Bloß nicht also, aufhören! Wir machen es ganz kurz. Wer weitere Infos dazu wissen will, ihr könnt uns gerne anschreiben. Ich sehe das Ganze so, wir brauchen eine Grundausbildung, die 2,5 oder 3 Jahre dauert. Und da bietet ja die jetzige Ausbildungsordnung eigentlich schon eine geile Basis, muss man sagen. Voll. Ja. Ist alles drin, überall kratzt man an der Oberfläche. Derjenige, der diese Grundausbildung hinter sich hat, kann eigentlich alles machen. Oder? Also ich finde in der Hinsicht, wenn das ist ja genau das Problem, was wir angesprochen haben, ist, die Basics sind da, aber sie sind halt nur solche Basics, dass man jetzt eigentlich den Punkt braucht, drauf zu satteln. Ja, es gibt viele Punkte, die müssen wir erneuern, modernisieren und abändern, da braucht man nicht drüber sprechen. Aber so von der Basis her wäre es eigentlich eine gute Ausgangssituation. Jo.
Somit hat dann quasi jeder FAB mit dieser Grundausbildung alle Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten für den Job im Schwimmbad. Mein oder unser Gedanke ist Raute-Prinzip. Wir gehen jetzt in die Breite und bieten in einer halbjährigen oder in einer dann im dritten Jahr eine sogenannte aufbauende Grundausbildung, die folgende drei Punkte oder drei Teile bietet, modular oder wie auch immer. Und da gehen wir jetzt wieder genau auf diese drei Typen, die sich für dieses Berufsbild entscheiden, ein. Das ist einmal der technisch Begabte, also Bereich Technik, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, elementar. Sensorik, GLT, IT, Software, das wären jetzt mal Inhalte. Ja, wir können das natürlich für all diejenigen, die es interessiert, noch genauer aufgeschlüsselt euch zukommen lassen. Aber jetzt nur mal für den Podcast. Ja. Der zweite Bereich wäre für mich die Verwaltung. Ganz wichtig, das Betriebsbüro. Kommunikation nach außen. Mit Presse. Nach innen. Kommunikation Schulungen. Nach innen. Richtig. Also Dokumentation. Marketing, Social Media, Kommunikation, ja. Wie also, schreibe ich einen Dienstplan? Zum Beispiel, ja. Oder wie formuliere ich überhaupt E-Mails? Ja. Ne, so einfache Sachen. Vielleicht ein bisschen Verwaltungsgrundlagen. Ganz wichtig zu wissen, wo muss ich denn anrufen, wenn ich welche Probleme auch immer ich habe, ja. Ganz elementar wichtig. Und dann den Gesundheitspart, diesen Sport-Gesundheitspart, ja, wo ich sage, okay, Kursangebot, Aqua, Schwimmkurse, Veranstaltungen, Events, ganz wichtig, Sauna, Ernährung, ganz wichtige Kompetenzen, die wir den Menschen in dem Alter unbedingt mitgeben müssen. Ja. Und um die Raute wieder zu schließen, zuzuspitzen, kommt jetzt der Meister ins Spiel, oder? Genau, der das der Ganze jetzt, in der Organisation hält. Richtig, der jetzt in all diesen drei Bereichen nochmal spezialisiert ausgebildet ist und wird und das Ganze quasi oben wieder zusammenführt, kontrolliert, das Recruiting macht, die Gemeindepolitik, die Entwicklung des Bades vorantreibt, sich um die Finanzen kümmert, Personal im Allgemeinen. Voraussicht und, hat. Ja, durchaus. Und somit können wir jeden Trend, der egal in welcher Form kommen mag, immer abfangen, weil wir das Potenzial haben. Absolut. Yeah! Ich find's einfach geil. Ich find's cool. Ja, das ist der Fachangestellte, der Bademeister 3.0. Und das ist die Zukunft, Ladies and Gentlemen. Bitte, yeah. Bitte auch gerne eure Kommentare dazu in den Chatverlauf, in die Kommentarfunktion. Schreibt uns wieder an. E-Mail, ihr habt es ja raus. Boah, mein E-Mail-Fach ist voll. Ja, apropos E-Mail-Fach. Ich habe da schon noch einen auf der Pfanne. Und zwar an alle da draußen. David und ich sind ja immer wieder, gerade in der Hinsicht jetzt eben Podcast, wir machen ja ganz viel Neues in dem Sinne auch auf und pflegen und hegen das jetzt dann natürlich in der Hinsicht auch jetzt auch über die Sommerzeit hinweg. Dazu entstehen lassen eine Internetseite, die wir gemeinsam kreiert haben, noch mit zwei Kollegen hinzugezogen. Genau, aber jetzt erstmal, das bringen wir jetzt auch auf den Start. Das ist auf der einen Seite die Schwimmbadplattform. Genau, um was geht's bei der Schwimmbadplattform? Das ist jetzt einfach, um da jetzt auch mal Werbung auf der einen Seite zu machen, auf der anderen Seite aber für uns jetzt einfach mal herzustellen. Hey, wir wollen netzwerken, wir wollen wissen, was bei euch da draußen abgeht. Wir wollen schauen, dass wir euch zusammenbringen, dass wir euch in Verbindung bringen, dass ihr miteinander kommunizieren könnt, dass ihr miteinander sprechen könnt über Probleme, über Wege, ja, die ihr vielleicht schon mal bestritten habt, die andere haben, ja, weil es gibt nichts, also es viele Wege führen nach Rom,
Ja, und diese Wege dorthin in der Hinsicht sind immer steinig. Ja, man hat sie aus dem Weg geräumt und weggerollt und man muss diese Wege nicht immer selber so steinig wieder neu begehen, sondern man kann im Endeffekt nachfragen und diesen jeweiligen leer gefegten Weg schon mal im Endeffekt mit den kleinen Fehlerchen, die rechts und links passiert sind, eben sie nicht mehr machen, sondern schneller zum Ziel kommen. Und es spart uns alles Geld, Nerven und Zeit. Ja, und das ist der Punkt. Wir stehen da nicht in Konkurrenz, eher im Gegenteil. Wir brauchen eine große Schwimmbad-Community. Und unser Ziel ist es eben, diese Schwimmbad-Community eben groß zu machen und die über unsere Landesgrenzen drüber hinaus zu gehen. Und dahingehend, dafür soll diese Schwimmbad-Plattform sein. Ja, da sind dann werden noch einige andere Elemente mit draufkommen, das werdet ihr dann sehen. Aber auf der anderen Seite, das ist erstmal so das erste Agro. Jetzt, besucht sie, schaut sie euch an und dann werden wir gucken im Endeffekt, wie wir da miteinander ins Gespräch kommen. Hinterlasst eure Kommentare da drinnen, sagt uns, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Wir sind da absolut offen. Und sonst, genau wie jetzt auch beim letzten Podcast, schreibt uns, ruft uns an, diskutiert mit uns aus, sagt euch, was euch bewegt, was euch ein Stück weit einfach interessiert, was euch im gerade in der Hinsicht einfach auch, was ihr gut findet in dem Sinne, was ihr schlecht findet in dem Sinn. Und diskutiert da mit uns. Wir sind da total offen und scheuen überhaupt nicht, da irgendwo da uns auch ja, unbequem Fragen zu stellen. Ja, ich denke zur Plattform, zur Schwimmbad-Plattform, es ist eine Plattform, es ist ein Ort, die entstanden ist aus unserem Netzwerk, ja, über die letzten Jahre hinweg, wo sich einfach Menschen, die über ihren Tellerrand hinaus blicken und aktiv sind, treffen und Dinge weiterarbeiten, Dinge weiterdenken, diesen Ja. Content dann wieder zur Verfügung stellen. Also ein Ort, wo wir uns quasi alle zusammentreffen. Und zwar wir Fachkräfte. Die Schwimmbadplattform, richtig. Wir, du und ich, Schwimmbad-Nerds, Ja. sind am Ende der Podcast Folge 2. Und ich darf abschließend sagen, vielen Dank für alles, was die letzten 2 Wochen war und was die nächsten 2 Wochen wieder auf uns zukommt. Es war wieder eine Riesenehre für mich, Alex. Folge 2, Betriebstagebuch, die Schwimmbad-Nerds, David und Alex. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Tschaußen. Ciao, auch von meiner Seite. Viel Spaß euch und lasst hören von euch, was euch bewegt. Bis denn, alles klar. Ciao.